So, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, ich habe hier das Multipack der First Edition oder wie das ausgesprochen wird. Ja, von der Saison 24-25 hier. Match Attacks. Müsste Champions League sein hier. Champions League, Europa League und Conference League. Ich wollte das schon lange hochladen, aber mir ging es mit der Haut noch nicht so gut. Aber ihr seht. Sieht wieder sehr gut aus. Ja, dann würde ich sagen, kommt jetzt erstmal das Intro und dann geht's hier weiter. So, ja, das sind die ersten Karten der neuen Champions League Saison 24-25. Hier unten steht dann zwei Packs of 12 Cards, eine exklusive First Edition. Ja. So sieht es von hinten aus. Habe ich mir auch auf Sticker Point bestellt. Kostet 6,99 €. Hier unten steht es. Ja. Dann öffnen wir mal das gute Teil. Ich wollte es schon lange hochladen, aber ja. Meine Haut hat es nicht mitgemacht. Aber jetzt geht es wieder los auf meinem Kanal. Okay. So, haben wir die Booster. So, hier ist irgendwie die Checklist. Ui, kann man das noch nicht mal lesen, oder? Exklusiv Cards ist von Title Card. Ah, nein, warte mal. UEFA Champions League. Okay, da steht kein Name. UCL 23-24 Team of the Season Cards, Gold Limited Editions, Immortal Icons, Base Player, Captain Karten, Team Batch Boost, Man of the Match und Vintage Vibes Legends. Okay, ich denke mal, ich mache euch mal ein bisschen weiter runter jetzt. So, dann schauen wir mal. So, hier ist der Booster mit der First Edition. So, den öffnen wir am Schluss. So, hier haben wir dann die zwei dicken Booster. Sind richtig gut dick. Wie viele Karten? 12. Oh yeah, 12 Karten. So. Saison 24-25. Mit Phil Foden, Bellingham und ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Shit. Egal. Darauf kommt es ja jetzt nicht an. So, hier sieht man dann. Na, komm. Mit. Hallo? Will nicht? Will nicht? Jetzt, oder? 8 Regulärkarten. Eine Foilcard. Eine Rainbow Foilcard. Plus 2 exklusive Rainbow Foil Cards per Packet. Na, schauen wir mal rein. So. Oh, ich sehe schon Bayern. Bayern Logo. Aber. So, wir haben hier Heuberg. Hier oben sieht man, welches Dings das ist. Champions League, Europa League oder die andere League da. So, wir haben hier Luke Shaw von Manchester United. Apropos Manchester United, jetzt ist Masraoui und Matthijs De Ligt zu Manu gewechselt. De Ligt hätte ich bei Bayern gerne weitergesehen. So, hier ist Champions League auf jeden Fall, das sieht man. Liverpool, Connor Bradley. Dann haben wir hier Romagnoli. Dann haben wir hier Calvin Stanks. Feyenoord. Dann haben wir von Leverkusen Loschek. Dann haben wir Alvarez von Manchester City. Dann haben wir Skriniar von Paris Saint-Germain. Dann haben wir das Logo von AC Mailand. Oh yeah. Vintage Vibes Legends
van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst. Diesmal geil. Die finde ich richtig cool. Cool designt. So, die lege ich aber hier auf dem Extra. So. Dann haben wir hier, UEFA Champions League 23-24. Final Report. Also. Na. Hallo. Hier sieht man das finale Mannschaftsfoto. Ich hoffe, man erkennt's. Und da haben wir noch Harry Kane, Team of the Season 23-24. Nice. Geil. Okay, machen wir den zweiten Booster auf. Steht hier auch. Müsste eigentlich das gleiche sein, oder? Ja. So. Okay, hier sehe ich BVB schon mal. BVB-Logo. So. Dann haben wir hier vorn. Von Salzburg. Das Logo ist so klein, dass ich nicht lesen konnte, für welchen Verein das ist. Red Bull Salzburg. Dann haben wir hier von Stuttgart Nübel. Dann haben wir hier von Juve Bremer. Na? So. Dann haben wir hier von. Was sind das? Bologna. Skorupski. Dann haben wir Timber oder Timber von Arsenal. Von Bayern. Matthijs de Ligt. Wie ich schon am Anfang gesagt habe. Edwards. Danilo von Paris. Oh, hier Manuel Neuer von Bayern. Was haben wir denn hier? Man of the Match Signature Style. Nico Schlotterbeck. Nice. Das ist nice. Dann haben wir hier Team of the Season 23-24. Antonio Rüdiger von Real Madrid. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier noch Team of the Season von Dortmund. Gregor Kobel. Auch nicht schlecht. Okay, das waren die zwei normalen Booster. Jetzt kommt das First Edition Packet. Schauen wir da mal rein. 7 Karten drin. So. Weiß nicht, ob das meine Kamera hier mitmacht. Ganz langsam macht es mit. Na, komm schon. Oh, 3,75 regulär ist Edition Variantkarten. Eine reguläre Foil Erst Edition Card, dann eine Rainbow Foil Erst Edition Variantkarte, eine Limited Edition First Edition Variantkarte, Immortal Icon Exklusive Edition Cards. Eins in. Okay. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. So, jetzt muss ich meine Kamera wieder irgendwie. So, das sind die ersten First Edition Cards. Man sieht es hier oben. First Edition. Danilo von Paris. Ich glaube, die machen wir mal hier hin, oder? So. Dann haben wir hier von Leverkusen Loschek. Dann haben wir hier von Sporting Lissabon. Den Namen hätte ich jetzt nicht aussprechen. Von Manchester United haben wir hier Luke Shaw. Dann haben wir das Logo von AC Mailand. Oha. Ach, ich dachte, das wäre Messi. Nee, hier ist Gary Lineker. Vintage Vibes. Geil. Also die ist schon cool hier. Und hier ist die Limited Edition von Phil Foden. Also die Limits, ja, kann man sich geben. Nicht schlecht. So, hier ist nochmal die Checkliste, aber ja, so klein geschrieben.
Okay, das war's mit der First Edition hier von der Champions League, Europa League und ja.